Lazuli wurde schon immer auch als Himmelsstein bezeichnet. Er ist ein ganz hoher Schutzstein und er wurde sowohl schon im alten Ägypten, bei den alten Griechen, später bei den Römern und sogar schon von den Indianern als hoher Schutzstein verehrt. Der Lapislazuli besteht ja aus dunklem Blau und dieses Blau verhilft uns, in uns selbst hineinzusehen, in unsere Seele hineinzusehen. Das heißt, unsere Schwächen zu erkennen, aber auch unsere Stärken zu erkennen. Und damit unterstützt er uns wirklich in unserer Tatkraft, in unserem Mut. Und er bringt uns dadurch auch, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Denn wenn wir ganz tief in uns hineinsehen, dann wissen wir genau, was für uns selbst das Richtige ist, was für uns gut ist. Und dabei unterstützt sie der Lapislazuli ganz besonders gut. Der Lapislazuli ist ein Stein, der uns hilft, uns kritikfähiger zu machen. Das heißt, er unterstützt uns dabei, die Kritik positiv aufzunehmen. Denn daraus lernen wir ja auch. Und er hilft uns auch, die Wahrheit dahinter zu entdecken. Also es ist wirklich ein großartiger Stein für die Seele, für das Selbstbewusstsein, für den Optimismus auch zu stärken. Denn dabei hilft er uns eben, in unsere tiefsten Seelen, ja, Verstecke hineinzuschauen und zu spüren, was für uns gut und wichtig und richtig ist. Der Lapislazuli ist besonders für alles körperlich unterstützend, was im Halsbereich ist, also Schilddrüse, Rachen, für unsere Sprache, für unseren Ausdruck, also alle Themen zum Thema Halsbereich, ob es die Mandeln sind, ob es der Kehlkopf sind, alles daher sagt man, ist ein großartiger Unterstützer auf körperlicher Basis. Wie Cleopatra oder Napoleon. Die hatten immer einen Lapislazuli-Stein bei sich, weil er ein hoher Schutzstein ist. Viel Spaß damit. Bussi, Baba.